Wir wollen heute wohl über eines der schrecklichsten Erlebnisse reden, die es jemals gegeben hat. Und genauer gesagt über einen Mann, der es geschafft hat, nicht nur so etwas Schreckliches zu erleben, sondern das Ganze auch noch zu überleben. Wir reden heute über den Mann Harrison Okeny, den ihr jetzt gerade einmal sehen könnt. Denn er hat es geschafft, 3 Tage, 60 Stunden lang auszuhalten, in absoluter Dunkelheit, auf dem Grund des Ozeans. Seine unfassbare und unfassbar gruselige Geschichte möchte ich euch heute einmal genauer vorstellen und ich denke, ihr werdet danach verstehen, durch was für eine Hölle er hindurch musste. Damit wir verstehen können, was passiert ist, müssen wir in das Jahr 2013 zurückreisen, genauer gesagt in den Juni 2013. Denn damals war Okeny als Koch an Bord eines Schiffes gewesen. Dieses Schiff war eines von 3 Schiffen, die dabei waren, einen großen Öltanker abzuschleppen. Das bedeutet, diese Schiffe hatten letztendlich Seile an einem Öltanker befestigt oder waren in der Nähe des Öltankers, um diesen sicher zu transportieren. Das Problem war aber folgendes gewesen. An diesem Ort, eben im Ozean an der Küste von Nigeria bei Afrika, kam es immer mal wieder zu Angriffen von Piraten. Piraten sind tatsächlich ein relativ großes Problem in Afrika und deswegen gab es eine Regel, die immer eingehalten werden musste auf diesen Schiffen, genau wie dem Schiff, wo eben Harrison auch gewesen ist. Und zwar müssen, wenn nachts alle in ihre Zimmer gehen zum Schlafen, jeder seine Tür verschließen. Jeder an Bord muss seine Tür immer von innen abschließen, damit sollten nachts irgendwelche Piraten versuchen, das Schiff zu entern, sie nicht in die Zimmer kommen können, damit die Besatzung sicher ist. Doch genau diese Regel sollte zum Verhängnis vieler Leute werden. Denn mitten in der Nacht, im Juni, kam es auf einmal zu einem sehr starken Wellengang im Ozean und eben dazu, dass eine sehr hohe und überraschende Welle das Schiff, auf dem auch Harrison gewesen ist, erwischte. Diese Welle war so groß gewesen, dass das Schiff sofort kenterte. Es kippte und lief voller Wasser und sank quasi binnen kürzester Zeit runter zum Meeresgrund. Ihr müsst euch jetzt einmal vorstellen, wie es im Inneren des Schiffes gewesen sein muss. Die Leute lagen alle in ihren Betten, als sie wach wurden, als das Schiff auf einmal anfing, sich zu drehen. Die Besatzung, die in ihren Zimmern geschlafen hatte, wurde also quasi durch ihre Zimmer geschleudert. Sie waren natürlich verängstigt, verwirrt, was passiert ist und mussten dann mit ansehen, wie Wasser in ihre Zimmer unter der Tür hindurch hineinlief. Diese Leute mussten also erstmal in ihrem Zimmer den Schlüssel wiederfinden, den Schlüssel suchen, der eben irgendwo verstreut rumlag, dann die schwere Tür öffnen und dann auch noch durch das mittlerweile relativ vollgelaufene Schiff einen Weg nach draußen finden. Der Grund, dass sie eben die Türen abschließen mussten, um sich gegen Piraterie zu sichern, war letztendlich für viele das verhängnisvolle Schicksal gewesen. Sie schafften es nicht rechtzeitig, die Türen zu öffnen, oder wenn sie es geschafft hatten, die Türen zu öffnen, schafften sie es nicht mehr rechtzeitig, das Schiff zu verlassen, bis sie eben keine Luft mehr übrig hatten. Es gab quasi keine Möglichkeit für die Besatzung zu überleben, wenn sie in ihrem Zimmer geblieben sind. Denn ihr müsst wissen, eine Person schaffte es tatsächlich, diesen ganzen Vorfall zu überleben, und zwar, weil er eben zum besagten Zeitpunkt nicht auf seinem Zimmer war. Harrison, über den wir hier die ganze Zeit reden, der als Koch auf diesem Schiff gearbeitet hatte, hatte kurz bevor das Schiff gekentert war, kurz bevor die Welle das Schiff erwischte, sich auf den Weg ins Badezimmer gemacht. Er hatte also quasi sein Zimmer aufgeschlossen und war nur in Unterwäsche, nur in einer Unterhose, ins Bad gegangen und dort saß er auf Klo, als eben auf einmal die Welle das Schiff erwischte. Er wurde also durchs Badezimmer geschleudert und sah dann dort mit an, wie Wasser in das Schiff lief. Man könnte nun erwarten, gut, er war jetzt außerhalb dieser ganzen Zimmer und hätte einfach rausschwimmen können, doch das funktionierte nicht. Er war in diesem Badezimmer quasi sofort gefangen. Wasser kam in einer unvorstellbaren Geschwindigkeit rein und damit er überhaupt aus dem Badezimmer raus konnte, damit er überhaupt aus seiner Toilette, wo er drinnen war, rauskommen konnte, musste er erstmal die schwere Tür öffnen, wo der Wasserdruck gegendrückte. Das heißt, er musste erstmal eine ganze Zeit lang kämpfen, um überhaupt aus seinem Badezimmer rauszukommen.
Und als er dann eben draußen war, konnte er schon gar nicht mehr das Ende des Schiffes erreichen. Denn ihr müsst euch vorstellen, dass jegliche Lampen im Inneren des Schiffes sofort ausgingen. Die Lampen erlischten, weil es eben Kurzschlüsse gab, weil das Schiff Energie verlor und alles im Inneren des Schiffes war komplett dunkel. Es gab nicht eine Lichtquelle, nicht einen Lichtstrahl, der irgendwas da drinnen erhellen könnte. Harrison war also in diesem Schiff in absoluter Dunkelheit gefangen, während er spürte, wie immer und immer mehr Wasser kam und er nicht wusste, was er tun sollte. Alleine war er also jetzt da gefangen und hatte natürlich Panik. Er dachte die ganze Zeit, dass das Wasser immer weiter steigen würde und er irgendwann ertrinken würde, wenn sein Raum voller Wasser gelaufen war. Doch er hatte Glück gehabt, denn tatsächlich begann das Schiff zum Boden zu sinken, landete auf dem Boden des Ozeans, doch sein Raum, in dem er sich befand, füllte sich nicht bis oben hin mit Wasser. Er hatte also einen recht kleinen Luftraum, wo er drinnen schwimmen konnte und wo er atmen konnte. Er hatte ein kleines bisschen Luft übrig gehabt und wartete dann darauf, dass ihn jemand retten würde. Und natürlich, die anderen Schiffe, die da gewesen waren, bemerkten, dass eines ihrer anderen Schiffe untergegangen ist und sorgten sofort dafür, dass Schiffe losgeschickt wurden, die das Wrack ausfindig machen sollten und sich auf eine Rettungsmission begeben sollten. Wer nun aber die Hoffnung hat, dass sofort Leute kamen und ihn da rausholten, den muss ich enttäuschen. Denn tatsächlich fanden Taucher unfassbar schnell das Wrack und machten sich sofort auf den Weg, das Ganze irgendwie zu sichern. Sie ließen zuerst einen Anker hinunter, an dem eine Boje befestigt war, um zu markieren, wo genau das Wrack sich befand. Dieser Anker traf sogar den Rumpf des Schiffes, ungefähr in der Nähe, wo Harrison sich befand, und Harrison dachte, dass dieses Geräusch von dem Anker, der gegen die Seite des Schiffes haut, vielleicht irgendjemand da draußen ist, ein Taucher, der gegen das Schiff klopft, um mit ihm zu kommunizieren. Das heißt, Harrison war in seiner kleinen Luftblase gefangen und hämmerte mit der Faust gegen die Außenwand des Schiffes in der Hoffnung, jemand würde ihn hören und retten. Doch niemand hörte ihn. Auch als Taucher runterkam, konnten sie unter keinen Umständen irgendwelche Lebenszeichen festmachen. Sie gingen schlussendlich davon aus, dass jeder Insasse des Schiffes zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr am Leben sein kann. Und entschieden sich, die eigentliche Bergungsmission, die nun keine Rettungsmission mehr gewesen ist, erst einige Tage später durchzuführen. Also, während alle dachten, dass niemand mehr da drinnen lebt, verschwanden die Rettungsleute und Harrison war ganz alleine am Grund des Ozeans in absoluter Dunkelheit gefangen. Und was er dort erlebte, war unfassbar grausam. Denn zunächst einmal müsst ihr euch vorstellen, dass es ihm schon so nicht sonderlich gut ging. Ihm war absolut kalt. Er war 100 Meter in der Tiefe, das Wasser war eisig kalt gewesen und er schwamm nur in einer Boxershorts dort. Außerdem hatte er Hunger und Durst gehabt und das Salzwasser, das ihm immer wieder auch in den Mund kam, sorgte dafür, dass die Haut auf seiner Zunge langsam abblätterte. Er hatte eigentlich schon mit dem Leben abgeschlossen. Und auch die Geräusche, die er dort mit anhören musste, waren alles andere als gut gewesen. Einerseits hörte er extrem laute Schläge immer wieder, weil unterschiedlichstes Mobiliar von innen gegen die Wände des Schiffes schlugen. Dieses Mobiliar, was im Wasser umhertrieb, schlug immer mal wieder gegen die Seite des Schiffes, wodurch er eben in seiner kleinen Luftblase laute Geräusche, laute Schläge hören konnte. Und nicht nur das, er hörte auch Geräusche, wie irgendetwas gefressen wurde. Das, was er hörte, waren Fische, die eben an den Körpern seiner Crewkollegen sich ernährten. Die Crewkollegen, die immer noch in dem Schiff in allen möglichen Orten gefangen gewesen waren und dort umhertrieben, wurden eben leichte Beute für Fische und Haie. Diese gefährlichen Fische, die auch definitiv Harrison hätten angreifen können, waren also stets in seiner Nähe und er konnte sie immer ganz genau hören. Er konnte hören, wie seine eigenen Kollegen gerade gefressen wurden, während er in der Dunkelheit eigentlich nur noch auf sein eigenes Ende wartete. Auch den Geruch, den beißenden, stechenden, fauligen Geruch seiner Kollegen konnte er wahrnehmen. Und irgendwann wurde ihm klar, dass wenn er jetzt nach einem Tag weiter in seiner kleinen Luftblase bleibt, er irgendwann ersticken würde. Denn ihr wisst, dass Sauerstoff in dieser kleinen Luftblase gefangen ist, doch mit jedem Atemzug, den man macht, wird dieser Sauerstoff verbraucht und irgendwann ist nicht mehr genug Sauerstoff da, um dich selbst am Leben zu halten.
Das wusste Harrison und er machte sich nach genau einem Tag, den er dort gefangen war, auf den Weg, irgendeinen Ausweg zu finden. Hoffnungslos tauchte er hinab in die Schwärze und versuchte einfach, sich abzutasten. Er versuchte zu fühlen, wo was in seiner Gegend ist und schaffte es tatsächlich, in einem anderen Raum eine weitere, noch etwas größere Luftblase ausfindig zu machen. In dieser Luftblase harrte er dann weiter aus. Er hatte es kurzfristig geschafft, eine leichte Rettung zu kriegen. Keine Rettung, die ihn in irgendeiner Art und Weise das Leben für lange Zeit rettet, aber er konnte zumindest sicher sein, dass er jetzt erstmal wieder normal atmen könnte. Und in dieser neuen Luftblase wartete er dann erneut, dass irgendetwas passierte. Und er wartete so lange, bis er auf einmal ein Licht sah. Denn ihr müsst wissen, einige Tage später, rund 60 Stunden, nachdem das Schiff gekentert war, machten sich Taucher auf den Weg, die Körper im Inneren zu bergen. Man ging ja davon aus, dass keine Lebenden mehr übrig waren, man hielt es für unmöglich, dass da noch jemand Lebendes drinne ist. Drei Taucher machten sich eben auf den Weg in das Boot und suchten nach Überresten von der Crewbesatzung. Sie bargen auch direkt zu Beginn vier Körper und schickten sie hinauf. Und dann, als einer der Schwimmer, der auch eine Kamera um sich hatte, gerade durch das Wrack hindurchschwamm, durch dieses dunkle Wrack, nur mit einer Taschenlampe, bemerkte er auf einmal eine Hand in seiner Nähe. Eine Hand war bei ihm gewesen und er rechnete fest damit, dass diese Hand einem weiteren Verstorbenen gehörte. Doch als dieser Taucher die Hand griff von dem Mann, griff diese Hand ihn zurück. Die Hand, die er selber dort sah, fing an, seine Hand zu umgreifen und zu drücken. In diesem Moment war klar gewesen, dass dies keine Bergungsmission war, sondern eine Rettungsmission. Eine Person hatte im Inneren des Wracks weiter überleben können, und das war Harrison. Der Taucher fand Harrison im Wrack in seiner kleinen Luftblase, völlig verängstigt, aber erleichtert, dass jemand bei ihm war. Dass es tatsächlich ein Mensch zu ihm geschafft hat, dass er überleben würde. Und tatsächlich schafften sie es. Nachdem sie Harrison beruhigt hatten, nachdem sie ihm sagten, alles wird gut werden, nachdem er gesagt hat, wer er ist, sorgten sie dafür, dass er in einer Tauchglocke an die Oberfläche gebracht wurde. Ihr müsst wissen, da er eine ganz schön lange Zeit am Grunde des Ozeans war, musste er erstmal in dieser Tauchglocke verharren, um eben eine Dekompression zu machen. Wenn man ihn sofort einfach an die Wasseroberfläche gezogen hätte, hätte er aufgrund des Druckunterschiedes wahrscheinlich einen Herzinfarkt gekriegt und wäre daran noch gestorben. Deswegen haben sie ihn in dieser Tauchglocke gelassen für 2 weitere Tage, bevor er dann endlich nach draußen konnte. Doch das Wichtigste für Harrison war natürlich, dass er es geschafft hatte. Als einziger Überlebender dieser Katastrophe hatte Harrison es geschafft, 60 Stunden in Dunkelheit in einem Schiff am Grund des Ozeans zu überleben. Eine Leistung, die wahrscheinlich kaum ein anderer geschafft hätte. Doch dies ist dieses unfassbar gruselige Erlebnis, das wahrscheinlich niemand erleben möchte. Ich hoffe, euch hat dieses Thema gefallen, wie sie uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.